Satnam, Satnam, Satnam Ji. Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru Ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru Ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Wahe Guru. Ja, Shri Amar Bhagavan, hier ist Daniela, ich komme aus Deutschland und ich bitte euch, dass ich jetzt einfach die richtigen Worte finde. Erstmal, um mich zu bedanken bei euch für alles, was ihr mir geschenkt habt, was ich erfahren durfte und besonders für die Zustände, in denen ich mich jetzt seit einer geraumen Zeit befinde und die immer weiter sich noch vertiefen und ausdehnen und mein Leben einfach ganz neu mich erfahren lassen. Wie wenn ich vorher gar nicht gewusst hätte, wie es geht. Und dafür bin ich euch total dankbar. Danke. Und ich danke auch allen, die hier zuhören und auf dem Weg sind, auch ihre eigene innere Dunkelheit zu bekämpfen oder Licht reinzulassen. Danke. Ich möchte kurz erzählen, was ich für Veränderungen an mir festgestellt habe. Und das erste war nach dem allerersten Dikshayana letztes Jahr, dass dieser Wunsch nach Erleuchtung, diese Sucht eigentlich, das war weg. Und damit war auch überhaupt alles verschwunden, was mich so die ganze Zeit leiden gelassen hat, weil ich das anders haben wollte, wie es ist. Die Menschen, die mich selber, die Umstände, die Arbeit, alles, was mir begegnet ist. Und besonders in Beziehungen war das etwas, was mich eigentlich dazu gebracht hat, Beziehungen zu vermeiden, weil ich es einfach nicht aushalten wollte, mich selber immer als unzufrieden mit den anderen zu erleben. Das hat einfach so viel Schmerz gemacht und das ist jetzt verschwunden. Und ich freue mich über die totale Vielfältigkeit von Menschen, denen ich begegne und auch darüber, dass erfahren zu dürfen oder das zu spüren. Und es geht ganz leicht. Ich muss da gar nichts tun. Das ist wie wenn alles, überhaupt alles geschieht einfach. Und Arbeit geht leicht. Es geschieht eigentlich nur noch, es geht nur noch das, was sein soll, habe ich das Gefühl. Und alles, was irgendwie nicht sein soll, das geht nicht. Egal wie ich mich dafür anstrenge und bemühe. Das funktioniert einfach nicht und das ist so ein tolles Zeichen oder so eine Führung von Shri Amar Bhagavan, dass ich einfach auch weiß, da wo es geht, da ist der Weg und da bin ich geführt. Ja, dafür sage ich danke und ach so, noch was, was mich einfach glücklich macht, ist, dass ich jetzt normal bin. Ich muss nicht mehr irgendwas Besonderes sein oder irgendwas suchen, irgendwas verbessern, irgendwas darstellen oder meine Masken aufziehen. Natürlich kommt es ab und zu vor, aber dann ist es nicht mehr so leidvoll. Das passiert einfach und ich kann es beobachten. Und ich freue mich, dass ihr mit seid auf dem Weg und dass ihr alle mit mir zusammen oder wir alle da einfach uns hinbewegen. Wahe Guru, Wahe Guru Ji. Wahe Guru.